Wir fliegen noch mal den Furious Dry 20. Dry 20. Wie auch immer. Das ist Englisch. Auf. Machen wir ein paar Pitch-Pumps vielleicht. Ja. Okay, Pitch-Pumps. Ready. Siehst du, wenn ich voll... Also gut. Ich gehe voll nach vorne und Vollgas. Ja, geht hier so vorne, ne? Also der Winkel muss höher. Ich stelle mir das ein bisschen kompliziert vor. Das Ding hat doch diese beweglichen Arme. Richtig kontrollierbar ist das für mich nicht im manuellen Modus. Weil das dauernd, siehst du, das dauernd, wenn ich Gas gebe, wollen wir auch nach vorne. Und im GPS-Modus fliegt er gut. Also wenn ich jetzt im GPS voll nach vorne gehe, geht er zwar auch nach vorne, aber ja, ist halt ganz okay. Ja, das ist jetzt GPS. Aber im manuellen Modus kriege ich da ein bisschen die Krise irgendwie. Weil der Winkel noch nicht stimmt, ne? Du musst den Winkel höher stellen. Ja, jetzt wieder manuell. Übrigens, von wegen, man kann damit keine Funnels, ne? Oh. Wenn ich Gas gebe, geht er halt nach hinten. Jetzt, wo der Akku leerer wird, passiert das weniger. Jo, und die Motoren gehen natürlich automatisch aus, wie bei einer ATM. Also Leute, im Vergleich, wir gehen mal so, dass ich im Windschatten stehe. So. Ach so. Ja, ist besser jetzt. Obwohl, wo kommt der Wind her? So, da kommt der Wind her. Jetzt ist eigentlich überall Wind. So ist gut, so ist gut. Do it. Gut. Sprich. Ja, wenn die Motoren nach vorne geneigt sind und du gibst viel Gas, dann geht er so. Toll. Ganz einfach. Im Vergleich zum F210 ist das hier eine Bleiente.
Er ist schwer, er hat aber Power. Du merkst schon, da ist ein 4S-Antrieb drin. Die Werte sind aber noch nicht gut getuned. Das heißt, er bräuchte einen höheren Winkel, damit, wenn ich nach vorne fliege, der wirklich so geht. Bei Vollgas, ne? Weil durch den begrenzten Winkel geht er bei Vollgas halt so. Ist ja auch klar, die vorderen Motoren geben zu viel Drehzahl. Und insgesamt ist dein Kopter mit einer beweglichen Achse halt eine komische Sache. Und APM ist dafür eigentlich nicht gemacht. Die haben da irgendetwas dran rumgebastelt am APM. Und das ist natürlich schwierig. Wir haben wieder vergessen, die Antennen auszuklappen. Warum? Weil hier nämlich ein kleiner gelber Zettel fehlt, auf dem steht, dass man die Antennen ausklappen soll. Aber er fliegt im Nahbereich ja auch so, ist kein Problem. Weil immer eine Antenne zum Sender steht. Also gut, ein bisschen bleientig, fliegt bei Vollgas und mit einem Gektor, der jetzt in den F210 kurz vorgeflogen ist, ein bisschen komisch, weil ich fliege jetzt voll alles, ne? Und wenn du Gas gibst, dann geht die so. Ein bisschen Tuning von den Werten, vor allen Dingen den maximalen Neigungswinkel, der muss einfach höher, dann würde er nicht zurückschnacken hier, ne, dann würde er das bleiben. Oder im Akro mal versuchen. Oder vielleicht. Nee, scheiße, im Akro geht das nicht, ne, weil ja. Der die Winkel. Also ganz komische Kiste. PIDs vielleicht mal ein bisschen verstellen. Dass PIDs verstellen, alles den verstellen. I-Wert ein bisschen höher, dass die Flugsteuerung dagegen arbeitet, gegen das Aufbäumen. Aber irgendwie finde ich das Ding geil. Ich weiß nicht warum, das macht doch cooles Geräusch, das hat cooles Flugbild. Ja, und im GPS geht einwandfrei. Aber wie gesagt, im Vergleich zum F210 Bleiente. Wie funktioniert denn das LVC bei dem? Hat er eins? Ja, der landete. Wie ein 1.7er X350 Pro oder alles andere. Also ist ein ganz normaler APM-Copter mit einer lustigen Funktion, mit neigbaren Motoren. Und man kann schon damit coole Tricks machen, aber ich muss noch ein bisschen an der Kiste arbeiten. Ein bisschen was fehlt hier noch. Aber wie gesagt, mit einem warmen Akku, wir hatten letztes Mal einen kalten Akku verwendet. Es ist kalt draußen. Einen kalten Akku. Es ist kalt, ja. Guck mal, alles rot. Da läuft voll die Rotze bei dem Wetter. Ja, alles rot. Auf jeden Fall mit einem vorgewärmten Akku spürst du schon die Leistung, aber ja, ihr habt gesehen, nicht so extrem wie bei dem F210. Aber ist auf jeden Fall eine geile Maschine dann doch irgendwo. Und das Flugbild ist schön. Für einen Sichtflug besser geeignet als F210. F210, du siehst nichts, du musst so nach Gefühl, wo geht denn der jetzt hin, wo ist vorne und so. Hier, das hat ein schönes Flugbild, ist wirklich toll, wie das Schiff durch die Lüfte gleitet. Ja, aber eher was für GPS-Konsorten, also manuelle Flieger haben damit so ein bisschen Schwierigkeiten, weil noch eine Achse und dann gibst du Gas und geht er so. Ne? Alles klar, Leute. Ciao.